Stichwort Futter. Ja. Wir haben gesehen, es gibt ein bisschen Mais, der wird gerade geschrotet. Ja. Das ist aber nicht alles, was die Kuh kriegt. Die Kuh hat ein Grundfutter. Richtig. Das ist Gras, das ist Heu, das ist Grassilage. Ja. All das, was wir nicht essen können, nicht verdauen können. Genau. Aber wie sieht denn die Ration für eine Kuh jetzt Pi mal Daumen aus? Also zum Betrieb gehört zunächst mal ca. 160 Hektar Grünland. Dieses Gras wird komplett eben an die Rinder verfüttert, an Kühe und Jungvieh, weil das ja sonst auch niemand verdauen könnte. Ne? Und dann bauen wir noch Mais für die Kühe an, den machen wir zu Silage. Wir bauen Getreide selber an, Wintergerste, die als Kraftfutter für die Kühe dient. Und was wir dazu kaufen, ist dann Rapsschrot. Das heißt, wenn der Raps, der so gelb blüht, ne, im Mai immer der schöne, diese schwarzen Körner, die werden ja für die Ölgewinnung gebraucht. Und wenn das Öl draußen ist, dann bleibt was über. Das ist so ein Trester. Also wir sagen dazu Extraktionsschrot. Extraktion heißt es deshalb, weil das Öl extrahiert wurde und der Rest dieser Pflanze, dieser Körner eben über ist. Das ist ein sehr gutes Eiweißfutter. Das Fett ist raus, das Eiweiß bleibt über. Das kaufen wir und das setzen wir in der Ration mit ein. Wenn man das so über den Daumen peilt, dann kann man sagen, wir füttern ungefähr 15 Kilo Grassilage am Tag für jede Kuh, pro Kuh und Tag. Dazu kommen 25 Kilo Maissilage. Dieses Verhältnis kann sich ändern, je nachdem, wie die Erträge sind. Wenn man viel Gras hat, gibt es viel. Wenn man wenig Gras hat, schlechtes Futterjahr hatte, gibt es wenig. Dazu kommen ungefähr 2 Kilo von dieser Körnermais-Silage, die wir auch selber herstellen, was wir gesehen haben. Nochmal 1 bis 2 Kilo Gerstenschrot. Bis zu 5 Kilo Rapsschrot kommen dazu, ne, weil Eiweißkomponente ist für die Kühe sehr wichtig, dass sie ein gutes Eiweiß bekommen. Dann kommt hinein 1 halbes Kilo Stroh. Das nennt sich Rohfasergehalt, was da, ne, deswegen machen wir das, damit die Kühe als Wiederkäuer in ihrem Pansen genug Rohfaser, Strukturfutter haben. Das ist für die Bakterien, die da die Verdauung für die Kuh übernehmen. Die Kuh macht das nicht selbst. Dass da für die Kuh ein gutes Pansenmilieu entsteht und diese Pansenbakterien sich wohlfühlen und vermehren, weil die tragen maßgeblich zur Eiweißversorgung der Kuh dann auch bei. Weil die bauen Eiweiß auf aus Futter, aus Gras, aus Mais und stellen es der Kuh dann im Dünndarm zur Verfügung. Also wenn ich richtig mitgezählt habe, waren das eben mal schlappe 50 Kilo Futter. Richtig, genau. Dann geben wir noch 100 Liter Wasser dazu und schon haben wir Milch. Ja, so ist es. Das ist das Wunder der Biologie. Das ist das Wunder der Biologie. Die Kuh verdichtet die Nährstoffe, ne? Und nach dem, was sie selber für ihren Erhalt braucht. Eine Kuh hat ja auch einen Eigenbedarf zum Wachstum und zum Erhalt ihrer Lebensfunktion, wie wir auch. Darüber hinaus gibt es eben reichlich Milch und die Milchleistung liegt hier im Bestand zwischen 9.500 und 10.000 Kilogramm pro Kuh und Jahr. Und dabei scheint es den Kühen hier ganz gut zu gehen. Das Mensch-Tier-Verhältnis ist auf jeden Fall optimal. Oh, ich sehe bei dir. Ist ja gut. Hat sich auch lieb. Ja, wunderbar.